Grüezi miteinander. Jesus Gott, ist das laut. Mögt ihr noch? Jesus. Ja, nicht mehr alle, ich habe es vorhin schon gesehen. Ja, ich werde gerade zuerst ein kurzes Experiment machen. Ich mache eine Hypnose. Eben mal die Hände führen. machen wir die Hände führen. So. Oh ja, so die Tümer gegeben. Ja, dann hebst du dich. So. Und dann ziehst du es gegen ein paar, ich kenne es vielleicht noch. So. Okay, sind wir bereit? Jetzt 1, 2, 3. Es ist auf. Okay, mit dem Vorne starten. Gut, also. Ja. Super, ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf. Ich meine, ich habe Glück gehabt, dass ich überhaupt jetzt hier bin. Ich habe keinen Zug verpasst, ich bin überhaupt auf die Welt gekommen und so. Also grundsätzlich ist wirklich sehr. Wer ich bin, was ich mache, das ist ja vorhin im Vorspann sehr schön gesagt worden. Sind da dazu noch Fragen? Nein, ja, ich habe es gedacht. Aber ich finde das eigentlich noch gut. Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Fragen? Das ist ein Kuvert. Du bist am Schreiben, das ist ein Gleich, das kannst du lesen. So, noch nicht aufmachen, das ist jetzt Nummer 1 zum Beispiel. Weißt du, und dann hast du so. Kannst du es auch weitergeben, wenn du es nicht willst. Und wenn du die Brille nicht hast, dann. Ja, es geht. Komm. So, nur mal ganz kurz. So. Da, bitte. Das sind einfach so, ich sage dann, weißt, wenn mir mal nichts mehr in den Sinn kommt, dann stelle ich eine Frage und dann frage ich nachher eine Frage. Dann fragst du, ja, mach mal da hinten, ja, auf den billigen Plätzen. Also, super. Tipptopp, sorry für die Kamera. Eigentlich darfst du nicht aus dem Teppich raus. So. Boah. schnell, welche Frage? Die erste, die. Wer hat sie? Ja, ich bin schon auf zwei Strichli da. Weißt du, es geht so da drauf und ich mach. Dann bist du fertig. Die erste Frage, Gouverne, wer hat. Wo bist du? Kannst du schnell aufmachen und. Das ist nur ein Test. Wir machen mal einen Test. Ja, super. Er ist auf der Rückseite, gerade neben der Kontonummer. Nein. So oben. Hä? Die Frage. Du musst mir die Frage stellen. Was fliegt und hat vier Beine? Ja, hat nichts mit dem Thema zu tun. Aber eben, das ist ein Beispiel, was fliegt und hat vier Beine. Schön mit der Stimme. Ja, sehr schön. Da würde ich jetzt einfach eine Antwort geben. Und zwei Vögel. Aber. Gut. Also, ich bin. Der Doktor. Das ist ein schönes Bild, hä? Hast du gesehen? Das ist cool, den kenne ich. Der ist sehr herzlich. Also gut. Ich bin der Dr. Uwe Fröhlich, Traumdoktor von der Stiftung Theodora. Ich bin eigentlich Humor Resources Manager von der Theodora Stiftung. Schicker Pointe. Ja, ist gleich. Hey, boah, das ist schön, gell? Ich noch nicht kennen. Das ist eins, der Chef. Stiftung Theodora, ganz kurz zum Erklären. Kennen vielleicht noch nicht, also doch, natürlich kennst du, aber Stiftung Theodora, die zahlt und organisiert Artisten, professionelle Artisten, die in Spitäler gehen, wenn es langweilig ist, der Kind. Also nicht der Gelühnte, also weißt du. Und die Stiftung Theodora, die ist gegründet worden vor 26 Jahren von zwei Brüdern. Der eine von diesen zwei Brüdern, ganz kurz zur Geschichte, wenn es nicht interessiert. Gell, das war kurz draußen, ist das normal? Bin ich das? Ich bin gut. Also, vor 26 Jahren, einer von diesen Brüdern war als Kind lange im Spital. Und sein Lichtblick quasi war die Mami, die jeden Tag gekommen ist mit Spielen und Liedchen und so. Yeah. Und das Mami hat Theodora geheißen. Voilà. Schön. Und mittlerweile sind wir. Nein, wirklich, es ist wirklich schön. Ich find's, mittlerweile sind wir 60-sättig. Schon vier Strichchen. Mittlerweile sind wir 60-sättige Traumdoktoren. Das klingt cool, gell? 20 werden gerade ausgebildet.
Und es, unser Auftrag ist wirklich, wir gehen in die Zimmer und bringen Freude, bringen Glücksmomente rein. Ist, ja, und schon noch, weißt du, zu den Kindern. Ja, voilà. Es gibt noch vier andere Programme, außer, mit kind, für Kinder, die eine Behinderung haben und so, aber auf das müssen wir jetzt hier nicht speziell eingehen. Ich würde noch eine dritte Frage. Eine zweite sind wir, stimmt's? Ja, eben die zweite. Ja, wo bleibt er? Ja. Wieso haben Sie diesen Beruf gewählt? Ist am Anfang schon gesagt worden. Ja, ich habe nicht gewusst, was im Speech gesagt wird. Eigentlich ist der Vortrag eh schon verpüxt. Aber ist gleich. Wir ja, voilà. Also, warum habe ich den Beruf gewählt? Also, ich grundsätzlich danke für die Frage. Es ist sehr mutig, so früh schon eine Frage hinzuwerfen. danke. Ich habe die Frage gewählt. Ich muss mal tief schnaufen, gell? Hast du gesagt, am Anfang. Ich habe die Frage gewählt. Die Frage, den Beruf. Ja, ich kann nichts anderes. Also, es ist, mir macht es wirklich extrem Spass, Zeugs zu ziehen, die lustig sind. Also, hey, jetzt ist Showtime. Das ist schön, gefällt es euch. Oh, danke. Ja, also weißt du, welcher 44-jährige Mann steht vor dem Spiegel und übt so einen Sch- Aber es ist schön. Und ich sehe auch bei euch, es hat so drei Verspielte. Also, ja, es gibt noch einen anderen. Oh, hopp, und oder der finde ich noch süß. Mit dem, so. Yes! Ah, boah. Sieht man das überhaupt hinten? So. Also, noch, zum vielleicht jetzt noch, ja, das ist klar, das ist alt. das ist wirklich gut, aber das sieht man nicht, das hat natürlich schon... wo bin ich da? Ah, Ernst, noch schnell, Ernst, zum die Frage beantworten. Ja, ich habe wirklich einfach da, eben das nichts, was ich kann, gerne will, sinnvoll einsetzen. Und voilà, da bin ich. Und ich würde sagen, wir gehen gerade in die nächste Frage. Nummer, du hast aufgepasst. 3. Ja, ist ganz einfach, musst du nicht mitmachen. Gut. 3. Wir gehen zu der nächsten Frage. Das heißt jetzt Nummer 3. Hat niemand das 3? Ja, nein, das 3, das Kuvert 3. Strichli da. Ich weiß doch nicht auswendig, was ich sagen wollte. Ja, hast du es? Ja, machst du. Wie läuft der Spitalbesuch ab? Sehr gut. Das ist gar nicht so schwierig. danke vielmals. Entschuldigung, darfst du das Kärtchen für Palter? Unten ist noch die Kontonummer von der Stiftung Theodora. Wie läuft der Besuch ab? Finde ich super. Also, zuerst, also, wir gehen ja ins Spital, oder? Und dann hast du... Also, willst du mal schauen? Das bin ich. Das ist so... Oh. Ja, dann hast du einen Kittel und dann schläfst du so rein. Ich habe dann drunter habe ich dann noch ein anderes Zeug an. Das wird extra gemacht. Cool, gell? Ich bin noch nicht fertig. Ist da noch ein Ausweis? So gleich. Jetzt hier noch einen Hut. Und, weißt, und dann bist du ausgerüstet. Weißt, und dann gehen wir auf die Abteilung, ins Stationszimmer. Und dort kommen wir so eine Liste rüber. Weißt du, hast du so eine Liste, da steht der Name vom Kind und das Alter und warum das da ist. Und Pflegepersonen, die geben uns dann noch ein bisschen Informationen, wie geht es dem Kind, hat es Einschränkungen, auf was müssen wir achten. Und ja, dann geht es los, dann gehen wir so vor die Tür, dann steht so der Aufreger dann vor der Tür und klopft vielleicht. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, die nächste Frage. Das Vieri. Stimmt's? Vier? Ja? Was ist eigentlich das Ziel, wenn Sie zu einem Kind gehen? Ja, kommt das jetzt schon? Ja, machen wir jetzt schon. Das Ziel. Ich kann euch zuerst erzählen, wie der Besuch abläuft. Aber ist gut. Wenn du. Das Ziel ist. Das Ziel, das ich will mit dem Kind einen schönen Moment erleben. Also, das Kind und
ich und die Familie und wir wollen es einfach, wir wollen es gut haben miteinander. Und mein Wunsch ist es, dass wenn ich aus dem Zimmer, yes, das ist schon die Hälfte, das Ziel ist, wenn ich, Entschuldigung, nein, ich habe kein ADHS, hast du das Lämpchen gesehen? Also, das Ziel ist, dass wenn ich rausgehe aus dem Zimmer, soll eine bessere Stimmung sein, als wenn ich drin bin oder eine andere. Also heller, fröhlicher, als wenn ich hier bin. Also schön, herrlich, oder? Also ich, das einzige Ziel ist, nachher besser wie vorher. Voilà, bon, danke. Nein, also okay, aber so, eigentlich geht es mir wirklich um das. Das ist das einzige wirkliche Ziel. Wir haben keine therapeutischen Auftrag. Also, es gibt jetzt immer mehr, auch, dass wir für das auch beizogen werden. Wir arbeiten immer enger mit dem Team zusammen, dass es auch wirklich mal für Behandlungen geholt werden. Oder es gibt das Operationsbegleitungsprogramm. Also wir begleiten nicht die Operationen, aber das Kind und die Familie so um die Operation herum. Voilà, gut, nächste Frage bitte. Ah nein, nein, ist gut. Der Dr. Fröhlich steht vor dem Zimmer und Taschen voll Material, die Informationen sind dabei, Kopf voll Ideen. Und dann, was steht auf der Liste? Da steht zum Beispiel auf der Liste, Bub, Beibruch, Achti, Beibruch. Easy. Aber vielleicht steht auch, Mädchen, 14, Schulverweigerung. dann steht vielleicht, oder es ist ein Buschi drin. Weißt du, es gibt einmal, die haben dann einmal so etwas an der Hüfte und dann hängt man sie so an den zwei Beinen so auf. Das Kind steht nicht. Das kann nur den Kopf drehen. Ja, aber alle schläft, heisst es. Gut. Oder vielleicht kenne ich das Kind schon seit langem. Vielleicht, weil es seit 10 Jahren einfach altbot ins Spital kommt. Oder vielleicht ist es schon lange dabei, vielleicht, weil es Krebs hat. Oder vielleicht braucht es ein neues Herz. Voilà. Also, ich weiss, was Sache ist. Mal anklopfen, mal reingehen, reinschauen. Und dann weiss ich, was Sache ist. Also, das kann dann sehr gut sein. Also, ja, es bei mir. Ja, also stellst du dir etwas vor, weißt du, jetzt gehe ich rein, schon ein Säuferli, noch dies noch. Ich frage das Kind, ob zu etwas, was man machen ist. Vielleicht die UNO-Karte vom Kind verändert sie so magisch ihre Farbe. Und das Plüschhäschen macht eine schöne Geschichte, machen wir mit dem. Vielleicht sind wir übermütig und stellen das ganze Zimmer um und ich schaue irgendjemand an den Kopf an. Oder, also weißt du, so richtig, das am Schluss noch Mörder-Pointen, oder? Das Kind, das schüttelt sich vor Lachen, die Mama brüllt und das Grosse, weißt du, auf dem Stuhl mit dem Handtäschchen. Ja! Ja, Bomberstimmung. Also, so weit der Plan. Nachher kommst du hier. Und dann, jetzt, zum Beispiel, der 8-jährige Bub, der hat vielleicht die Narkose nicht so vertreibt, dem ist schlecht. Und, wenn ich noch gesehen habe, dass 14-jährige die Krisenintervention, die legt vielleicht das Nadel weg und schaut mich ganz erwartungsvoll an. Oder das Buschi, das schläft tatsächlich. Aber nebenan ist der grosse Bruder, oder? Von lauter Übermut turnt er am Infusionsständer rum. Und vielleicht das Kind, das krebskranke Mädchen, das immer so Freude hat an diesen Ballonfiguren. Weißt du, das nimmt meine Blumen, bevor ich fertig bin, und verrückt mir das sich, weil sie verrückt ist und einfach nicht mag. Ja, das kann sein. Ist auch schon also aus dem Leben. Und ja, was ist das Problem? Also ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich hatte eine Erwartung gehabt. Ich bin eingekommen und dann ist eben das mit der Realität gekommen. Immer wieder, das ist jedem von euch auch schon passiert. Auf jeden Fall ist und das ist schon nicht, also ich finde es nicht einfach, oder? Du musst loslassen. Du musst, hast ein paar Erwartungen, du hast Wünsche, du hast einen Plan, du lässt los. Dann gehst du hin, dann nimmst du warm und dann reagierst. Und dann schaust du, was es dabei gibt. Ja, es hat schöne Sachen gegeben, es hat schöne, interessiert Sachen, was ich dort gemacht habe. Ja.
Gut. Zum Beispiel, der Bub, das ist wirklich, das, der Bub, der ist dann durchgelegen, keine Reaktion, weißt du? Und dann habe ich bin mit, der Vater ist noch nebendran, und dann haben wir so einen Zauberbox gefunden. Magie. Siehst du? Nochmal eins. Ich habe gesagt, ich kann nichts, ich habe nicht gespart. Okay, voilà, tada! Und dann sind es vielleicht plötzlich, sind es plötzlich zwei. Und da gibt es ein cooles Spiel, das musst du vielleicht auch mal machen. Kennst du? Noch nie gesehen, Kleenex. Okay, also. Weißt du, dann hast du hier, oben schaut ein bisschen raus, unten schaut viel raus. Und das schobst du so rein, dass man das, was unten ist, nicht mehr sieht, nur das, was oben. Checkst du? Okay. Auf jeden Fall drückst du das. Und dann riss ich es weg, das ist dann der Zauberstab. Und dann habe ich mit dem Bub, weißt du, wunderschön, das aufgemacht. Und dann war das so ein Glückskäferli-Ding. Oh, schön. Und dann. Und der Bub. Danke. Der Bub hat. Klatscht am Schluss geschnappt. Der Bub, der hat nicht reagiert. Und da habe ich ihm das Käferli gegeben, nicht reagiert. Ich habe seinem Papa gegeben und dann bin ich gegangen. Erst noch eine Woche später habe ich erfahren, dass der Bub ab dem, als ich draußen war, geschwätzt hat. Und erzählt hat und jedem gesagt hat, was passiert ist. Und jedes Detail hat er sich erinnern. Ja, Vertrauen. Das kommt manchmal schon gut. Besser, als du vielleicht gemeint hast. Bei dem Mädchen, das ist eine sehr angeregte Diskussion geworden über den Einfluss des Einhorn auf die Berufswahl. Aber da muss ich euch jetzt nicht langweilen. Denn beim. Was so cool war, ist mit dem. Der Bub, der, weißt du, der am Infusionsständer. Den habe ich aus dem Zimmer rausgenommen. Weißt du, dann hat mal das Kind in Ruhe und die Mama auch. Dann sind wir im Gang raus und haben dann sind wir so auf unsere Bobbycar gehockt. Die haben dann so. Kennst du die? So. Hey, und dann hat es ein Rennen gegeben. Bobbycar. Ja. Hey. Ich habe natürlich Erfahrung, oder? Der hat keine Chance gehabt. Auf jeden Fall, ich voll ab, oder? Ich voll hin. Ah, der war natürlich schon da vorne, oder? Ich hinten drin. Ich habe ihn fast eingeholt. Und ich sage euch, ich hätte im Fall gewonnen. Es ist ein Putzwagen. Ja, das ist super. Ich habe nichts mit dem Buschi gemacht. Es hat geschlafen. Ja, ich konnte zaubern. Das wäre noch gut. Das kann ich auch nicht. Ich habe nichts mit dem Kind gemacht und gleich konnte ich für die Stimmung und für das Ganze irgendeinen Beitrag leisten. Flexibel, sag ich, mache mit ihm etwas. Und der Bub, der hatte so Freude gehabt, einmal ist es um ihn gegangen, nicht immer nur um den Buschi. Und einmal ein bisschen Zeug machen und anderen nachher die Medaille zeigen, die er gewonnen hat und so. Goldmedaille. Was haben wir noch? Ja, das Kind. Das magst du sehen, das ist jetzt da mit der. Normal ist es ein Griff, aber jetzt natürlich für heute habe ich natürlich das Zeug noch ein anderes hier. Das Kind, weißt du, das die Blumen verrupft hat? Weißt du, da hast du so einen Ballon. Kennst du? Hat jemand Angst vor Ballon? Latexallergie? Gut. Du musst alles abklären. Ich sag dir, also weißt du, das mit der Ausbildung, das ist nicht nichts. Weißt du, da musst du immer wissen, was ist Hygiene und so. Und dann. Die hat mir ja die Blumen verrissen, also wirklich ganz eklig. Und ich sah sofort, zack, frischen Ballon. Ein Hund hat es gegeben, verrissen und ein Giraffe. Also ich habe ein Tier am anderen gemacht, und das Kind hat verrissen und so. Bis wirklich bei uns die Luft aus war. Ja, es war super. Total kaputt war nachher. Das ist total. In welcher Frage sind wir? Fünf. Jesus, Marei, mögen wir noch mal 20 Minuten? Es ist nämlich jetzt gerade fertig. Also, wir können die anderen Fragen einfach. Was war denn 60 gewesen? Oder das 5 eben, das jetzt kommt? Nehmt es doch, fang führen, dann wissen wir es gerade. Ja. Wie bin ich mit dem Umgang? Ja, das ist nicht so einfach. Das ist wirklich. Manchmal ist es so. Weißt du, wenn. Manchmal siehst du gewisse Schicksale. Was ich probiere, ist, den Fokus
noch mehr wirklich beim Kind zu haben und bei meiner Aufgabe. Nicht immer auf das schauen, was nicht geht, sondern auf das schauen, was geht. Und dann wirklich einfach mit dem Kind zusammen etwas kreieren. Eine Geschichte und in irgendetwas eintauchen, mit Seifenblätter, und ist natürlich nicht parat. Ah doch, das ist da. Ich habe so John Wayne Seifenblätter, kennst du? Dann hast du ihn da und dann machst du zack und bist parat. Oder? Und dann, ich bin immer der Schnellste von allen. So. Oder irgendetwas eintauchen. Erst zum Beispiel das magische Seifenblätter. Oder dann nimmst du das Seifenblätter, machst es so und dann gibt es ein Ballonherz. Und dann blasst du das auf. Und dann. Schön, oder? Und manchmal ist nur wegen so etwas ist alles plötzlich leichter und die Krankheit ist total vergessen gegangen. Oder das Kind hat es vergessen, ich habe es vergessen. Es ist alles plötzlich so einfach. Es traut sich niemand, das ist ja. Es ist also, man kann sich so fest, wenn ich mich ganz fest aufs Ganze konzentriere, es ist schon mal vorgekommen, wir sind der Weg im Spielen gewesen, dass ich vergessen habe, dass das Kind, es blinkt wirklich, dass ich vergessen habe, dass das Kind eigentlich jetzt ein bisschen stirbt. Dass ich, erst im Nachhinein ist mir bewusst gewesen, dass ich das Kind jetzt zum letzten Mal getroffen habe. Und für mich ist nachher, der Moment, wo wir zusammen hatten, der hat eine viel größere Bedeutung, einen viel größeren Wert bekommen. Und so tue ich das ein bisschen managen. Danke für die Frage. Okay. Danke schön. Wir kürzen schnell ab, es geht jetzt noch grundsätzlich um den Humor und ob das überhaupt immer nützt und so weiter. Das lassen wir jetzt weg. He? Die letzte Frage, Zähne, wer hat Zähne? Das wäre noch schön. He? Wer hat die? Ja. Magst du dich schnell stellen? Darf ich mal Seifenblätter? Ja, natürlich. Komm schnell ab, komm. Super. Hey, komm. Ja, komm nochmal nur. Wie ist das? Ja, jetzt musst du schnell. Schau, darfst du mal da draufstehen. Ist cool, ist im Fall unleise. Musst schauen, dass du nicht rauskommst, gell? Weißt du noch, wie es geht? Ja, von früher. Ich hoffe, ja, mach doch. Ich weiß nicht, ob man das im Wald. Nein, nicht schütteln, das ist ein Irrglaube. Ja, nicht schütteln. Ganz lang. Ja, ganz viel. Doch, das ist gut. Das ist gut. Warte, weiter. Ja, mach weiter. Da darfst du nicht aus dem Teppich raus, gell? Hey, ich wünsche euch noch ein verspieltes Leben. Ganz gut. Danke vielmals. Nimm es heim, du kennst es. Ja, das ist spannend.